Kimchi ist das koreanische Nationalgericht und ganz einfach zuzubereiten. Zuerst Chinakohl waschen und vierteln. Tipp: den Strunk dran lassen, damit die Blätter zusammenhalten. Salz auf dem Kohl verteilen und leicht in die Blätter einreiben. Den Kohl ca. 2 Stunden ruhen lassen. Zwischendurch drehen, damit die Flüssigkeit besser herauslaufen kann. Wasser und Weizenmehl aufkochen. Danach Maggi Gemüsebrühe und Zucker in den Topf und gründlich verrühren. Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Rettich und Karotte in dünne Stifte schneiden. Knoblauch, Zehen und Ingwer in einem Mixer zu einer Paste verarbeiten. Fischsoße, Chilipulver und Paprikapulver dazugeben und vermengen. Die Paste anschließend in die Wassermehlmischung einrühren. Frühlingszwiebeln, Karotten und Rettich mit der Marinade vermengen. Den Chinakohl unter fließendem Wasser waschen und gut abtropfen lassen. Chinakohl nochmals schneiden und ebenfalls mit der Marinade mischen. Dabei gründlich vermengen, damit jedes Blatt gewürzt wird. Anschließend das Gemüse in ein Glas geben und verschließen. Das Kimchi ist im Kühlschrank ca. 3 Monate haltbar. Je länger es lagert, desto saurer wird der Geschmack. Guten Appetit!